Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal StarForgeSystems.com mit dem Voyager Creator Pro für $3.549,99. Kurz vorweg, das System wurde mir vorgeschlagen von Rufzo. Das ist ein internationaler Anbieter. Was heißt international? USA und Kanada. Das war es dann aber auch. Die versenden jetzt nicht nach Deutschland. Aber ich dachte mir, gucken wir uns doch mal an, was die Amerikaner so machen, wie bei denen die Konfigurationen so sind und auch die Aufpreise. Hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zum Discord. Wir haben hier verschiedene Frage-Channel. Hardware-Frage, Software-Frage und ähnliches. Wenn ihr da wirklich Fragen habt oder Probleme oder so, stellt sie einfach da. Und falls ihr eine Konfiguration sucht, könnt ihr hier auch im Ticketsystem eine Config-Anfrage stellen. Dann geht ihr auf Ticket ziehen. Dann öffnet sich das hier und dann werden euch auch Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie hoch ist dein Budget, wann möchtest du das System kaufen, kommt der Selbstbau in Frage und so weiter. Und unsere Mods machen euch dann eine Liste, natürlich völlig kostenfrei. Wir haben ja auch allgemeine Empfehlungen, wenn ihr euch so ein bisschen orientieren wollt, Wasserkühlung, Luftkühler, Gehäuse. Also einfach mal reinschauen, durchklicken und mal schauen, was euch so gefällt. Kommen wir jetzt aber zu dem System. Das Bild von vornherein ist nicht fake. Das wird tatsächlich so aussehen, bis auf die Grafikkarte. Das halten die sich wieder offen, das machen aber die meisten Systemintegratoren. Die Wasserkühlung stimmt soweit. Gut, die haben ihr eigenes Logo hier drauf gepackt. Das Mainboard stimmt, der RAM stimmt, die Kabelsleeves stimmen auch und die Lüfter auch und das ist alles sehr, sehr stimmig. Da können sich die ein oder anderen Systemintegratoren ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Starten wir auch direkt mit der Konfiguration. Die CPU ist ein Intel Core i9-13900K. Der hat 24 Kerne, 32 Threads, 125 Watt TDP bzw. 253 Watt in der Spitze. Wenn man dem freie Bahn lässt, zieht er sich über 300. Deswegen muss man immer ein bisschen schauen, was für eine Kühlung man da verwendet. Und er unterstützt offiziell DDR5-5600MTS bzw. DDR4-3200MTS. Das ist aktuell noch der fast beste Intel-Prozessor. Es gibt noch den KS, ja, aber der macht keinen Sinn, den kriegt ihr eh nicht gekühlt. Also das ist in der Serie im Moment der beste Prozessor von Intel. Mit dem könnt ihr natürlich rendern, ihr könnt streamen, ihr könnt zocken, ihr könnt alles Beliebige machen. Ihr müsst wirklich nur gucken wegen der Temperatur, dass ihr den so ein bisschen beschneidet. Und der kostet €579,99 bei eBay über Trend IT. Der CPU-Cooler ist eine Deepcool LS720 360mm IEO Liquid Cooler. Die hatte ich auch selber schon im Test. Die hat 5 Jahre Herstellergarantie, eine TDP-Klassifizierung von 300 Watt. Das glaube ich kein Stück, weil die bei den 300 Watt auf jeden Fall abkacken wird. Das schafft keine normale Wasserkühlung. Da müsst ihr wirklich mit einer Custom-Kühlung dran gehen und selbst dann wird es schwierig, weil die Fläche von dem Prozessor einfach so gering ist und dementsprechend die 300 Watt da irgendwie weggeführt werden müssen. Wenn ihr den Prozessor natürlich in seinen Grenzen betreibt, wie Intel das auch angibt, dann sollte das für die Wasserkühlung kein Problem sein und beim Gaming schon mal gar nicht. Das ist wirklich nur interessant, wenn ihr wirklich Dauerlast auf den Prozessor gebt, wenn ihr zum Beispiel gerade am Rendern seid, ihr habt ein Video, das dauert irgendwie 20 Minuten in 4K, Volllast auf den Prozessor, dann wird es da ein bisschen eng. Ansonsten haben sie hier bei dem Pumpenkopf halt einfach das Logo getauscht, da war sogar so eine kleine Plakette mit bei, die kann man selber bedrucken und dann auswechseln. Ich hatte sie ja wie gesagt hier, ist eine gute Wasserkühlung, kann man machen, ist auch sehr beliebt bei uns in der Community. Und die kostet €132,82 bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine GeForce RTX 4080 16 GB. Hier steht wieder kein Hersteller, deswegen nehmen wir jetzt wieder das günstigste Modell. In dem Fall ist das die von KFA2, ja die 4080 für WQHD und 4K Gaming locker geeignet. Bei 4K müsst ihr noch so ein bisschen an den Einstellungen rumschrauben, je nach Spiel. Bestes Beispiel Hogwarts Legacy oder auch Cyberpunk, wenn ihr da Raytracing und alles auf volle Möhre ballert, wird es da auch irgendwo eng. Deswegen gibt es ja auch noch die 4090. Den FPS-Test dazu findet ihr nicht in der Videobeschreibung. Die Jungs haben tatsächlich selber einen gemacht. Und die kostet €1.099 bei eBay über Mediamarkt. Der RAM ist Team Group Delta RGB 32 GB DDR5 6000MTS CL38 2x16 GB. 32 GB in der Preisklasse völlig okay. Es ist auch Dual-Channel RAM, also 2x16 GB ist auch super, hat auch RGB-Beleuchtung. 6000MTS ist auch geil. Das ist über der Spezifikation von Intel. Leider nur CL38. Es gibt halt mittlerweile RAM, der hat CL30 oder gar noch weniger. Deswegen, es ist nicht schlimm. Es ist gut, was sie hier genommen haben. Es wäre besser gegangen. Wir haben hier nämlich noch ein bisschen Puffer bei dem Endpreis. Und der kostet 96,90 € bei Alternate. Storage, also der Speicher, 2 TB Kingston KC3000 PCI Express 4.0 NVMe. Wir hatten eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und auch eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde. Ob ihr das zum Zocken braucht, lasse ich mal dahingestellt. Es hätte auch eine mit 3500 wahrscheinlich gereicht und dann einfach mehr Speicher nehmen, weil 2 Terabyte ist okay in dem Preisbereich. Ich hätte mir mehr gewünscht, aber es ist noch angemessen. Die hat auch TLC-Speicher von Micron, das ist für die Gamer sowieso relativ egal, aber es ist qualitativ hochwertiger Speicher und das passt soweit. Und die kostet €112,35 bei Mindfactory. Das Motherboard ist ein MSI Z790 Tomahawk Wi-Fi DDR5. Das hat den aktuellsten Intel-Chipsatz mit Z790 und eben auch DDR5, hat Wi-Fi mit dabei, aber wir kommen auf die Sachen jetzt sowieso noch zu sprechen. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier noch eine weitere SSD, hier unten noch 2
weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und hier habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für zum Beispiel irgendwie eine Capture Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth, Antennenanschluss, dann noch Netzwerkanschluss, 4x USB 3.1, USB Typ C ist auch 2x mit am Start, 4x USB 3.0, ein Clear BIOS Button und ein Flash BIOS Button und eben die Onboard Grafikanschlüsse. Benutzt sie bitte nicht, benutzt bitte die Anschlüsse von der Grafikkarte. Das ist echt ein schönes Board, das empfehlen wir auch häufiger, wenn es was teureres sein darf und bei solchen Systemen passt das wirklich gut rein, das ist völlig in Ordnung. Und das kostet 277,55 € bei Mindfactory. Das Power Supply, also das Netzteil, ist ein MSI MPG A1000G Gold PCI Express 5. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist wie gesagt 80+ Gold zertifiziert und voll modular und bringt auch schon den neuen Stecker für die neuen Grafikkarten mit. Kann ich nicht meckern. 1000 Watt. Ob das jetzt hätte sein müssen bei einer 4080 und einem 13900er, ja, ist okay. Ein 850er hätte theoretisch auch gereicht, aber ihr seid hiermit auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das kostet 185,90 € bei Mindfactory. Das Case ist ein Lianli PCO11 Dynamic Evo. Das kennen die meisten von euch, brauche ich nicht viel zu sagen. Ist ein Top-Case, ihr könnt viele Lüfter verbauen, große Wasserkühlungen und so weiter. Ihr habt hinten in der zweiten Kammer noch viel Platz für Kabelmanagement und ähnliches. Und wir haben es selber im Haushalt, nicht das Evo, sondern das ganz normale ROG XL. Aber es ist wirklich ein Top-Case. Für viele ist es schon ausgelutscht, klar, jeder zweite hat es da stehen. Es ist halt saubeliebt, weil man auch wirklich viel sieht von den Hardware-Komponenten, die da so drin sind. Aber ja, ich wollte es nur gesagt haben. Und das kostet 179,89 € bei Mindfactory. Die RGB-Fans sind 6x Deepcool FC 120mm. Die hatte ich selber noch nicht im Test, kann ich nicht viel zu sagen. Sind halt RGB-Lüfter. Die werden dann unten eingebaut, 3 Stück. Und oben bei der Wasserkühlung werden sie wahrscheinlich ausgetauscht. Und da werden dann auch 3 Stück draufgebaut, damit es einheitlich aussieht. Das ist okay, somit ist der Airflow auch gegeben. Man hätte natürlich die Seitenwand vom Lianli auch noch mit Lüftern bestücken können. Da sind auch noch Plätze. Hier nehmen sie aber eine RGB-Platte, kommen wir gleich auch noch zu. Und die Kosten pro Dreier-Set 38,90 €. Die haben wir jetzt natürlich 2x im Warenkorb. Was die zusätzlichen Kabel angeht, haben wir hier Cable Mod Pro Mod Mesh Sleeve Cable Extensions Black. Die Sleeve-Variante habe ich jetzt nicht direkt bei Geizhals gefunden. Aber dieses hier, ihr könnt von mir aus für die Sleeve noch irgendwie 10 € draufrechnen oder so. Das sind auch einfach nur Verlängerungen, damit es schön aussieht. Ja, ist okay. Packen wir so auch in den Warenkorb. Und die kosten 49,89 € bei Mindfactory. Und jetzt wird es hier interessant. Additional Components, das ist noch die Custom VTech ARGB Plate. Das hört sich erstmal toll an, ist aber einfach nur eine Plexiglasplatte, die dann eben irgendwie, denke ich mal, gelasert ist oder ähnliches mit RGB-Beleuchtung. Ich habe jetzt mal geschaut bei AliExpress, wenn man die Dinger von der Stange nimmt, kosten die 10 €. Die ist jetzt Custom. Wir können gerne 20 € rechnen, ja, dann sind wir da irgendwo auf der sicheren Seite. Weil diese Custom-Platte, die werden sie auch ein paar Mal gelasert haben. Operating System Windows 11 Home. Brauche ich nicht viel zu sagen. Aktuelles Betriebssystem, warum sie nicht die Professional-Variante genommen haben, weiß ich nicht. Aber Home reicht völlig aus für die Gamer. Von daher ist das auch okay. Und das kostet 51,76 € bei MySoftware. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil, die Kabelerweiterung und das Betriebssystem. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2843,85 € plus jetzt natürlich diese 20 € für die ARGB-Platte. Da landen wir dann bei 2863 € und das in US-Dollar sind knapp 3100 $. Und das System kostet 3549 $. Das heißt, ihr habt dann einen Aufpreis von $450. In so einer Preisrange entspricht das ungefähr 10-15%, was die aufschlagen fürs Zusammenbauen. Inwieweit das fair ist in den USA, weiß ich nicht. Aber ihr bekommt in Deutschland mit Sicherheit etwas preisgünstigeres. Was ich aber gut finde, die nehmen wirklich das Originalbild von dem System plus die haben hier unten noch den Benchmark und da testen sie so 4-5 Spiele genau mit dem System, stellen das auch nochmal genau vor. Das finde ich klasse. Da wird dann nicht gesagt, wir haben hier geschätzte FPS-Werte oder ähnliches, sondern hier seht ihr wirklich, was leistet das System in den entsprechenden Spielen. Das System ist natürlich auch verlinkt, genauso wie die Geizhals-Liste. Könnt ihr gerne draufklicken, euch selber davon überzeugen. Ich finde das gut, das könnten mehrere so machen. Natürlich ist es schwierig, wenn ihr jetzt, sage ich mal, 500 Systeme anbietet, die alle einzeln zu testen, ganz klar. Aber bei so hochpreisigen Sachen kann man ja sagen, so ab 3000 €, kann man die ruhig mal benchmarken, weil irgendeiner wird es mal bestellen und dann nimmt man sich eben die Zeit und nimmt es auch als Test für das System selber und macht dann halt einen Benchmark. Konfigurationstechnisch habe ich kaum was auszusetzen. Ich finde das wirklich gut. Und hier melde ich mich nochmal aus dem Off, weil mir beim Schneiden gerade etwas aufgefallen ist. Ich sage, die Konfiguration ist soweit stimmig. Ja, das ist sie auch, aber man kann darüber diskutieren, ob ein 13900K überhaupt stimmig ist in einem Gaming-System. Wir haben in letzter Zeit öfters auch Tickets, wo Leute dann irgendwie Bildbearbeitung oder ähnliches machen oder auch Videoschneider und rendern und das System nur zweitrangig zum Zocken verwenden. Deswegen muss der Kunde natürlich selber wissen, ob ein 13900K so sinnig ist oder nicht lieber ein 13700er oder sogar ein 13600er eher angemessen
gesessen wäre. Da würde mich eure Meinung in den Kommentaren auch nochmal interessieren, weil klar, der Prozessor ist sehr, sehr stark, die Grafikkarte nur eine 4080. Man könnte natürlich auch den Prozessor ein bisschen beschneiden und dann vielleicht sogar eine 4090 reinbauen. Dann wird das ganze System aber wieder teurer, weil für den Preisbereich, den wir da sparen beim Prozessor, kriegt ihr keine 4090. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben, bevor jetzt irgendwie eine Diskussion losgeht in den Kommentaren, wie kannst du das empfehlen? Ne? Es gibt Leute, die brauchen so einen starken Prozessor, weil die halt nicht nur zocken. Gut, dann würde ich sagen, geht das Video jetzt wieder weiter. Ich persönlich hätte jetzt bei dem Gehäuse hier an der Seite auch noch Lüfter reingemacht, das ist aber Geschmackssache, wirklich. Der Airflow ist hier gegeben, unten kommt die kalte Luft rein, oben steigt sie warm raus. Wir haben vernünftig viel Speicher mit ordentlicher Geschwindigkeit. Klar, da hätte man jetzt noch CL32 nehmen können, bisschen mehr SSD-Speicher und so. Aber das sind alles Kleinigkeiten, da ist kein grober Schnitzer drin. Ob man jetzt in den USA mit diesen $450 Aufpreis klarkommt, das müssen die Jungs da drüben selber wissen. Ich weiß, hier in Deutschland baut Mindfactory einem das für 190 Euro zusammen. Deswegen, das mag ich gar nicht beurteilen. Die Config finde ich gut, ich finde die Bilder gut, ich finde den Benchmark gut. Ja, kann ich jetzt nicht Schlechtes drüber sagen. Lasst mir gerne mal Feedback in den Kommentaren da, ob ich das mal öfter machen soll, so internationale Anbieter. Und denkt daran, unseren Discord mal zu besuchen, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder eine Config oder so braucht. Wie gesagt, alles kostenfrei, der Link ist in der Videobeschreibung. Das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.